Hallo, liebe Freunde unserer Forschungen und Exkursionen auf den Spuren der Mysterien unserer Geschichte. Heute nehme ich euch mal wieder mit nach Südfrankreich in die Pyrenäen. Viele von euch haben bestimmt schon von dem kleinen Ort Rennes-le-Château gehört und von den Rätseln dort und dem sagenhaften Schatz. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern um einen kleinen Nachbarort, um Custoza. Auf meinem Kanal findet ihr schon einen Bericht über das dortige Château, das immer noch Rätsel birgt. Aber auch um das geht es nicht, sondern um merkwürdige Hütten auf einem Feld hinter dem Ort, dem sogenannten Grand Camp. Hinter mir habt ihr schon einen Eindruck davon. Es ist ein großes Areal mit Resten von Bauwerken, deren Zweck und Alter immer noch unbekannt sind. Dort schauen wir uns jetzt einmal ein wenig näher um. Manche sind rund, manche sind rechteckig und auf den ersten Blick sehen die Hütten aus wie Schutzhütten von Bauern oder Schäfern. Und sie werden auch oft als solche bezeichnet. Aber wenn man sie sich etwas näher ansieht, was wir jetzt gleich tun werden, so tauchen doch einige Fragen auf. Die Hütten haben Türen, wie man sieht. Einige haben Fenster, es sind recht kleine Fenster und sie erscheinen mitunter wie Schießscharten fast. Aber wie man hier sehr deutlich sehen kann, sind die Hütten durchweg aus Trockenmauerwerk errichtet. Und hier sehen wir jetzt eine Hütte. Man kann schon den Eingang erkennen, die Tür. Doch die Überraschung kommt, wenn wir etwas näher gehen. Die Tür ist keine Tür, sondern sie führt gegen eine Wand. Diese Hütte ist ein Dummy. Sie besteht offenbar vollständig aus aufgeschichtetem Trockenmauerwerk. Es ist ein Klotz aus Feldsteinen, der hier sauber in die Landschaft gesetzt wurde. Doch welchen Sinn ergibt das? Einfach ein Klotz aus Stein. Wir haben keine Erklärung dafür. Hier werfen wir einen Blick ins Innere einer der Hütten und sehen, wie sauber das Trockenmauerwerk ausgeführt ist. Ohne Mörtel fügen sich die Steine ineinander und es scheint, als seien die Hütten für die Ewigkeit gebaut. Doch die wahre Kunst dieses Trockenbaus erkennt man erst, wenn man einen Blick nach oben wirft und in die Kuppel schaut. Ohne Mörtel, Holz oder irgendwelche Stützen ist diese aufgeschichtet und hält trotzdem. Sie trägt sich selbst. Einen Querschnitt durch so eine Konstruktion können wir hier sehr gut erkennen anhand einer Hütte, die zur Hälfte eingestürzt ist oder irgendwann eingerissen wurde. Wir können auch hier erkennen, dass es sich um eine sehr stabile Konstruktion handelt. Als Vergleich werden oft die Schäferhütten im Ariège angeführt, die tatsächlich als Schutzhütten oder kleine Lagerräume dienten. Wir sehen aber hier schon auf diesem Bild, dass die ganz anders konstruiert waren. Sie sind nicht so perfekt, sie sind kleiner. Das Mauerwerk ist anders. Einige der Hütten hier haben ebenfalls gemauerte Kuppeldächer, doch auch die sind in der Ausführung anders als die der Hütten vom Grand Camp. Auch konnten wir hier nicht die Stabilität erkennen, die die Hütten bei Custoza aufweisen. Wir sehen hier schiefe Mauern, Risse, Spuren von Ausbesserungsarbeiten. Ganz anders hier am Grand Camp. Die Hütten machen einen stabilen Eindruck. Wir sehen geradezu filigran ausgeführte Details am Bau und die Bauwerke stehen kerzengerade und exakt. So, als hätte man sie mit Hilfe einer Wasserwaage errichtet. Aber wer hat sie erbaut und wann? Wenn man die Bewohner von Custoza fragt, so bekommt man angeblich zur Antwort, die Hütten waren schon immer da. Was hat das zu bedeuten? Sind diese Bauwerke tatsächlich schon so alt, dass niemand mehr weiß, wer sie wann errichtet hat?
Und zu welchem Zweck? Sind es vielleicht tatsächlich die Überreste einer uralten Nekropole, einer Begräbnisstätte? Wir wundern uns, dass darüber nichts bekannt ist. Wir werfen den Blick einmal zum Ort und sehen dort die Ruine des Châteaus. Das Château hat seine Ursprünge im 12. Jahrhundert und seine Geschichte ist recht gut belegt und kann nachgelesen werden. Warum weiß man also nichts über diese Hütten am Grand Camp? Waren sie nicht so wichtig oder sind sie tatsächlich viel, viel älter als das Schloss? Im Umfeld der Hütten finden wir noch Fundamente im Boden, weitere alte Bauwerke und ganz am Rande des Grand Camp diese merkwürdige Kuppel. Sie wird gewöhnlicherweise als Katharerkapelle bezeichnet und genannt, obwohl sie doch für eine Kapelle eigentlich recht klein wirkt. Nun ist dieses Foto auf einer meiner ersten Touren dorthin im Jahr 2005 entstanden und siehe da, im Jahr 2013, da saß auch wieder ein Kreuz auf der Kapelle. Hat man sie nachträglich noch zur Kapelle erhoben? Nein, keineswegs. Hier ist es ein ganz gewöhnliches Kreuz. Aber schauen wir uns doch mal das nächste Foto an, das ich ebenfalls 2005 machen konnte. Es handelt sich hier um eine sehr alte Aufnahme, die sich damals bei einem älteren Ehepaar in Custoza im Privatbesitz befand. Wir wissen nicht, wie alt die Aufnahme ist, aber befand sich hier vielleicht tatsächlich ein Katharerkreuz auf der Kuppel? Man könnte es meinen. Aber wann diese Kapelle oder diese kleine Kuppel ihren Ursprung hat, bleibt uns genauso verborgen wie der Ursprung der Hütten vom Grand Camp. Wir werden auch hier in diesem Jahr wieder hinkommen und versuchen, ein wenig mehr darüber herauszufinden. Wenn euch die Ergebnisse interessieren, abonniert unseren Kanal. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch und wir sehen uns bald wieder. Bis dann!